Bereits zum fünften Mal wurden die burgenländischen Sicherheitspreise verliehen. Die Verleihung fand im Rahmen einer Sicherheitsgala am Mittwoch im Kultur- und Kongresszentrum in Eisenstadt statt. Neben Vertreterinnen der Landespolitik mit Landeshauptmann Hans Nissel, Landeshauptmann-Stellvertreter Johann Schürz, war auch in Vertretung für den Innenminister Herbert Kickl, der Generalsekretär Magister Peter Goldgruber sowie Brigadier Anton Wesseli in Vertretung von Verteidigungsminister Mario Kunasek anwesend. Als Gastgeber freut sich Landeshauptmann-Stellvertreter Johann Schürz, dass das Burgenland das sicherste Bundesland Österreichs ist. Dies nahm er zum Anlass, um den Einsatzorganisationen durch die Verleihung des Sicherheitspreises zu danken. Naja, das Thema Sicherheit hat absolute Priorität in der Landesregierung. Die Zusammenarbeit mit Landeshauptmann Hans Nissel ist ja bereits überall bekannt. Das heißt, das Thema Sicherheit ist bei uns Thema. Ich glaube auch, die Prävention hat natürlich massiven Vorrang und ich bin überzeugt, dass durch diese vielen Projekte, die wir im Bereich der Sicherheit geschaffen haben, natürlich auch das subjektive Sicherheitsgefühl gestärkt haben und auch stärken. Und was ich noch hinzufügen möchte, das ist mir besonders wichtig, weil das niemals so richtig erwähnt wird, aber ich es schon einige Male gesagt habe, und zwar der Bereich Feuerwehr, das möchte ich jetzt wirklich unbedingt auch erwähnen. Es ist ja so, dass es Berufsfeuerwehren gibt, im Burgenland heute natürlich weniger, aber eines möchte ich mir nicht verkneifen zu sagen, einen herzlichen Dank allen Bürgermeistern des Landes Burgenlandes. Ich muss mir das mal vorstellen, es sind 384 Feuerwehrmänner und Feuerwehrleute hauptberuflich in den Gemeinden beschäftigt. Das sichert natürlich im Katastrophenfall absolut die Bevölkerung ab. Und nochmal herzlichen Dank den Bürgermeistern des Burgenlandes. Dankeschön. Diesen Dank kann man weitergeben. Großen Applaus!
Sicherheitsheld des Tages ist Feuerwehrmann Florian Wagner aus Kofidisch. Ja, ich bin so ein großer Mensch.